Diese Woche in Vaticano. Papst Franziskus hat in Rom die Jahresversammlung des IFAD eröffnet. Der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung ist eine UN-Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Einmal im Jahr tauft der Papst in der Sixtinischen Kapelle Kinder. Eine besondere Ehre, die dieses Jahr auch dem kleinen Lukas Ndocci zuteil geworden ist. Gehen Schweizer Gardisten eigentlich in Rente? Ein Blick hinter die Kulissen der kleinsten Armee der Welt. Das und mehr gleich in Vaticano. Mehr als 20 Millionen Menschen auf der Welt leiden Hunger. Der Kampf gegen diese Geisel war schon immer eine Priorität des Heiligen Stuhls. Kein Wunder also, dass Papst Franziskus bereits zum vierten Mal eine der in Rom ansässigen UN-Agenturen besucht hat, die sich mit Landwirtschaft und Ernährungssicherheit befassen. Señoras, señores. In seiner Rede zur Eröffnung der Versammlung des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung forderte der Papst die internationale Gemeinschaft auf, die Menschen nicht zu vergessen, die keine Ernährungssicherheit haben. Es ist paradox, dass ein Großteil der mehr als 820 Millionen Menschen, die weltweit unter Hunger und Unterernährung leiden, Bauern sind. Also Menschen, die in der Nahrungsmittelproduktion arbeiten. Papst Franziskus stellte heraus, dass durchaus Hoffnung besteht, dass wir den Kampf gegen Armut und Hunger gewinnen können. Die Niederlage sei uns nur dann gewiss, wenn wir das Problem nicht ernst nehmen würden. Zum Abschluss seiner Ausführungen erinnerte Franziskus an das Thema der diesjährigen Tagung: Innovation und Unternehmertum in ländlichen Gebieten. Er betonte, wie wichtig der Einsatz einer Technik ist, die die Armen im Blick hat. Was wir brauchen, ist eine Wissenschaft mit Gewissen. Eine Wissenschaft, die die Technik wirklich in den Dienst der Armen stellt. Der IFAD ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie entstand auf Anregung des Welternährungsgipfels von 1974. Ihr Mandat ist die Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft, die Gewährleistung der Ernährungssicherung und die Bekämpfung der Armut in ländlichen Gebieten. Bei den Vereinten Nationen ist der Heilige Stuhl seit April 1964 als ständiger Beobachter zugelassen. Im Anschluss an die Begegnung mit dem IFAD traf der Papst Vertreter indigener Völker, die zum vierten Weltforum der indigenen Völker nach Rom gekommen sind. In seiner Ansprache verwies er auf den Reichtum an Sprachen, Kulturen, Traditionen und Wissen, mit dem indigene Völker aufwarten können. Dies müsse uns daran erinnern, dass der Mensch nicht der Besitzer der Natur, sondern ihr Verwalter ist. Von den indigenen Völkern könnten wir lernen, wie man in Harmonie mit der Erde lebt und ihr die gebotene Sorgfalt angedeihen lässt, so Franziskus. Der besondere Fokus der Kirche liegt in diesem Jahr auf der Aufmerksamkeit für die indigenen Völker. So wird auch die Bischofssynode im Herbst dieses Jahres der Pan-Amazonas-Region gewidmet sein. Am Donnerstag hat der Papst Vertreter der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung in Audienz empfangen. Dabei stellt er heraus, dass die Liturgie nicht auf eine Sache des Geschmacks reduziert oder zum Gegenstand ideologischer Polarisierung werden darf. Sie sei vielmehr ein primärer Weg, dem Herrn zu begegnen. Wenn man vergangenen Tendenzen nachtrauert oder sie neu aufzwingen will, läuft man Gefahr, das Teil vor das Ganze zu stellen, das Ich vor das Volk Gottes, das Abstrakte vor das Konkrete, die Ideologie vor die Gemeinschaft. Und das bedeutet letztendlich, dass man das Weltliche vor das Geistliche stellt. 12. bis 15. Februar hat die Kongregation in Rom ihre Vollversammlung abgehalten. Das Thema: liturgische Ausbildung des Gottesvolkes. Papst Franziskus hat sich am Abend des 13. Februars privat mit Brad Smith getroffen, dem Präsidenten von Microsoft. Die Begegnung fand im Vorfeld der Vollversammlung der Päpstlichen Akademie für das Leben statt, die dieses Jahr zum Thema Roboterethik tagt. We appreciate your voice.
Wie der Microsoft-Präsident dabei feststellte, bestehe gerade in der heutigen Zeit, in der die Menschen immer ausgeklügeltere Technologien entwickeln, ein großer Bedarf an christlichen Werten. Anfang des Jahres lud die Ständige Mission des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in Genf und die katholische Diözese Lausanne, Genf und Fribourg zu dieser interreligiösen Andacht ein, basierend auf der Botschaft von Papst Franziskus anlässlich des Weltfriedenstages. Gute Politik steht im Dienste des Friedens. Idealerweise sollte Politik nicht einfach als ein gewöhnlicher Job angesehen werden. Schlechte Politik bringt Gewalt und Krieg hervor, während gute Politik Gewaltlosigkeit und Frieden hervorbringt. Exzellenz, es scheint ja so, dass in unserer heutigen Welt die Politik mehr im Dienste von Krieg oder Ausländerhass steht, als für den Frieden. Was ist Ihre Meinung dazu? Das ist auch eine Überzeugung vieler Menschen geworden, nicht nur in der Politik. Das zeigt, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Deshalb müssen internationale Organisationen mit ihren Ideen, und ich beziehe den Heiligen Stuhl, die katholische Kirche hier mit ein, durch unsere Berufung aktiv an diesem Dialog teilnehmen und nach neuen Lösungen suchen. Dieser interreligiöse Gottesdienst, der federführend vom Heiligen Stuhl organisiert wurde, war ja nicht zuletzt auch für Diplomaten der Vereinten Nationen gedacht. Was ist deren Reaktion auf eine solche Art der Begegnung? Ich denke, dass sie erwarten, dass wir etwas in dieser Art tun. Vielleicht auch eine Art Alibi, dass sie sagen, weißt du, wir wollen es eigentlich nicht, aber wir erlauben es. Aber es ist mehr als das. Es ist etwas, wie ich zuvor sagte, das man von uns geradezu erwartet. Denn eigentlich wissen sie ja, dass das zum Leben gehört. Unser Ansatz ist willkommen heißend und das wird akzeptiert. Ich glaube, das, was wir tun, ist in gewisser Weise etwas, was wahrscheinlich auch nur wir tun können. Ihrer Meinung nach tut die katholische Kirche genug, um Menschen über andere Religionen aufzuklären? Ich denke, dass wir diesbezüglich erst in den letzten 50 oder 100 Jahren eine andere Position eingenommen haben, weil sich die Zeit verändert hat, die Welt sich verändert hat, die Gesellschaft sich verändert hat. Und wir müssen jeden als Bruder akzeptieren und einen Dialog mit jedem führen. Und das liegt Papst Franziskus ja sehr am Herzen. Er war ja erst kürzlich sogar in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um einen interreligiösen Dialog mit den Muslimen zu demonstrieren. Er sagte, wir müssen uns von der Position der Feindseligkeit abwenden, hin zu einer Position der universellen Bruderschaft, also Brüder sein. Und er ist davon wirklich fest überzeugt. Und die anderen akzeptieren diesen Vorschlag als positiven und konstruktiven Vorschlag. Ja, und wir sollten nicht vergessen, dass der Papst auch ein Staatsmann ist. Er ist der Vertreter des Vatikanischen Staates. Das gibt ihm, sagen wir, die Möglichkeit, in Ereignisse einzugreifen, was ihm als religiöses Oberhaupt nicht erlaubt wäre. Aber ich denke, das Wichtigste ist seine persönliche Überzeugung. Seine starke Überzeugung, die sich auch dann nicht ändert, wenn sich das gesamte Umfeld zu ändern scheint. So verteidigt er die Werte, die für die Menschheit wertvoll sind. Nun, mit dem interreligiösen Dialog ist es ja so, dass einige Leute sagen, dass es ein Risiko sei, dass eine Religionsgemeinschaft zum Beispiel dies ausnutzen könnte, zu versuchen, jemanden zu bekehren. Aber das ist nicht der Gedanke des interreligiösen Dialogs, nicht wahr? Genau, du sagst es, genau. Man kann sagen, dass wir im Grunde zwei Dialoge haben, zwei Konzepte. Zum einen der interreligiöse Dialog. Das bedeutet, sich gegenseitig kennenzulernen, voneinander zu lernen, besonders im Hinblick der Verantwortung zusammen mit den anderen für eine gemeinsame Kultur. Das andere ist die Religionsfreiheit. Das ist etwas anspruchsvoller, denn Religionsfreiheit bedeutet, dass man die persönliche Freiheit hat, die Religion zu wählen, die man bevorzugt oder die man als die richtige betrachtet. Und all diese Dinge, denke ich, zeigen, wie wichtig diese Veranstaltung ist, die wir hatten. Und Einheit demonstrieren. Einheit zeigen, sagen wir auf einer beispielhaften Basis. Also nicht nur Worte, nicht nur sagen, dass es so sein sollte, sondern selbst als gutes Beispiel vorangehen und das, was ich glaube, jeden Tag erneut durch mein Handeln auszudrücken.
Einmal im Jahr wird die Sixtinische Kapelle nicht von feierlichem Chorgesang erfüllt, sondern vom Schreikonzert kleiner Babys. Die kleinen Gäste wissen nicht, dass ihnen eine ganz besondere Ehre zuteil wird. Sie werden vom Papst höchstpersönlich getauft. Dieses Jahr hat Papst Franziskus 15 Mädchen und 12 Jungen getauft, darunter auch den kleinen Lukas Ndoji. Lukas, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mein Name ist Rocío, ich komme aus Spanien. Gergi ist mein Mann, er stammt aus Albanien. Unser Sohn Lukas wurde in Rom geboren, vor knapp 2 Monaten. Es war ein ganz besonderer Tag für uns. Unser Lukas war eines der 27 Kinder, die von Papst Franziskus getauft wurden. All unsere Verwandten waren gekommen, aus Albanien, aus Griechenland, aus Spanien, aus England. Alle wollten diese große Freude mit uns teilen. So eine Kindstaufe ist immer eine große Freude. Und wenn es, wie in unserem Fall, auch noch Papst Franziskus ist, der dein Kind tauft, dann ist das natürlich ein Glück, das man kaum fassen kann. Wir haben den Papst in Albanien kennengelernt und durch eine Reihe glücklicher Fügungen konnten wir unseren Sohn dann tatsächlich von ihm taufen lassen. Das war für uns sehr wichtig. Am Anfang dieser Feier hat man euch eine Frage gestellt. Was wünscht ihr euch für das Kind? Und ihr habt alle die gleiche Antwort gegeben: den Glauben. In seiner Predigt hat der Papst gesagt, dass der Glaube, bevor er gelernt wird, zuerst einmal weitergegeben werden muss und dass das eine Arbeit ist, die uns Eltern betrifft. Er hat gesagt, dass Kinder die Liebe ihrer Eltern sehen sollen, die Harmonie, die zu Hause herrscht. Und dann hat er uns noch einen Rat gegeben. Er hat gesagt, dass wir nie vor unseren Kindern streiten sollen. Und wie sollte man ihm da nicht recht geben? Es ist ein Rat, den ich sicher beherzigen werde. I think anyone can be baptized by Pope Francis. Ich denke, jeder kann von Papst Franziskus getauft werden. Aber für Vatikanangestellte ist es natürlich leichter. Die Tradition dieser Kindertaufen hat 1989 begonnen, mit dem heiligen Johannes Paul II. Er hat aber damals nur ein einziges Kind getauft und auch nicht in der Sixtinischen Kapelle, sondern in der Cappella Paolina, das Kind von Prinz Orsini. Und diese Tradition wurde dann von Papst Benedikt und jetzt auch von Papst Franziskus übernommen. Traditionsgemäß tauft der Papst am Fest der Taufe des Herrn in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan Kinder. Erwachsene, die zum katholischen Glauben übergetreten sind, werden vom Heiligen Vater dagegen in der Feier der Osternacht getauft. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Herzlich willkommen im Studio von EWTN Vatikan. Mein Name ist Alan Holdren. Ich bin hier mit einem langjährigen Mitglied der Armee, die den Papst beschützt, Kapitän Frowin Bachmann. Danke, dass wir Sie heute hier bei uns begrüßen dürfen. Guten Tag. Freut mich, hier zu sein. Wie sind Sie Schweizer Gardist geworden? Zum Ende meiner Lehre, als ich meine Banklehre abschloss, wollte ich Sprachen lernen. Ich wollte Englisch und Italienisch lernen und wollte so ins Ausland. Und dann hörte ich von der Schweizer Garde, ich habe einen Artikel gelesen, auch im Italienisch lernen im Dienste des Papstes. Und so habe ich mich entschieden, in die Schweizer Garde zu kommen. Natürlich waren auch religiöse und kulturelle Motivationen dahinter, aber am Anfang war vor allem die Sprache zu lernen und ins Ausland zu gehen, waren Beweggründe. Viele fragen sich, wie kommt man eigentlich zur Schweizer Garde? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen?
Es gibt verschiedene, sagt man, die Gründe, die man erfüllen muss, um in die Schweizer Garde einzutreten. Also man muss katholisch sein, man muss eine Lehre abgeschlossen haben oder mindestens das Abitur haben. Dann muss man in der Schweiz den Militärdienst muss man erledigt haben, also mindestens die Grundausbildung, die Rekrutenschule. Dann braucht es gute Leumundszeugnisse der Wohngemeinde, der Polizei, des Pfarramtes. Und dann braucht es auch noch eine Mindestgröße von 1,70 Meter, 74 so, weil wir auch Repräsentativdienste zu erledigen haben. Und wenn jemand diese Bedingungen erfüllt, kann er sich bewerben. Wie alt waren Sie damals? Ich war 20 Jahre alt, als ich vor 1985 in die Garde eingetreten bin, nach Abschluss meiner Banklehre und nach absolvierter Rekrutenschule in der Schweizer Armee. Man fängt also ganz jung an und steigt dann in den Rängen immer mehr auf, wie in jeder anderen Armee auch. Sie haben es bis zum Kapitän gebracht. Was macht ein Kapitän der Schweizer Garde? Also meine Karriere, die ging dann in der Schweizer Garde fort, aber es gibt auch viele Gardisten, die machen das nur als eine Auslanderfahrung, die machen das 2 Jahre und kehren dann in die Schweiz zurück. Ich blieb länger, wollte am Anfang auch nur 2 Jahre machen, aber es hat mir dann gefallen, also blieb ich länger, habe dann die verschiedenen Stufen durchgemacht, das heißt vom normalen Soldaten zum Vizekorporal, über Korporal, zum Wachmeister und dann bis zum Hauptmann als Offizier. Als Offizier oder Hauptmann war meine Aufgabe vor allem die Führung einer Einheit von 30 Gardisten. Für die ist man verantwortlich, sei es im täglichen Dienst, Wachdienst, im Vatikan, im Apostolischen Palast, oder dann aber auch bei Audienzen des Papstes auf dem Petersplatz ist ein Offizier verantwortlich für eine bestimmte Gruppe. Und da kommen natürlich ganz verschiedene Aspekte dazu, eben von der Personenkontrolle, über Probleme mit bestimmten Leuten und. Da gehört alles dazu. Ein entscheidender Moment war es für Sie, als Sie Corporal geworden sind. Denn nun konnten Sie endlich heiraten. Ja, das war, das war früher so, wenn man Korporal wird, oder um heiraten zu können, musste man Korporal sein. Heute hat das Reglement geändert, man kann schon früher heiraten. Aber es ist ein wichtiger Moment, wenn jemand heiraten will. Und für mich war es wichtig, denn ich hatte eine Freundin hier in Italien. Und das war auch ein Grund, ich sah, man kann dann heiraten, ein Grund auch, um länger zu bleiben und eine Karriere innerhalb der Schweizer Garde natürlich auch in Betracht zu ziehen. Viele sind vielleicht überrascht zu hören, dass es in der Schweizer Garde auch Familien gibt. Wie viele Familien leben dort? Ja, das meint man, es sei nur eine Männerangelegenheit, aber in der Schweizer Garde, man muss beim Eintritt in die Garde, muss man ledig sein, das habe ich vergessen vielleicht zu sagen, man muss ledig sein beim Eintritt, aber nachher gibt es bestimmte Bedingungen, aber dann kann man heiraten. Und die Familien, circa 12 bis 15 Familien von Verheirateten, die leben in der Kaserne der Schweizer Garde innerhalb vom Vatikan. Spielt sich das ganze Leben alle zusammen dort. Und das ist auch eine sehr angenehme, schöne Lebensgemeinschaft. Eine kleine Gemeinschaft, eine kleine Familie also. Die Schweizer Garde teilt ihr Leben miteinander, aber sie teilt auch die Spiritualität, den katholischen Glauben. Wie beeinflusst das Leben der Gardisten? Wie werden sie im katholischen Glauben geformt? Der Glaube ist eine wichtige Sache für einen Schweizer Gardist. Auch wenn es bei der Rekrutierung sollte man schauen, oder es wird geschaut, dass auch ein geistig-religiöse Basis vorhanden ist, wenn sich jemand bewirbt. Weil man kann eigentlich nur dem Papst dienen und der Kirche dienen, wenn man auch eine Basis hat. Wenn man nur kommt aus Abenteuerlust oder wegen anderen Dingen, dann ist es nicht die richtige Motivation. Es muss also eine geistig-religiöse Basis muss vorhanden sein. Und das wird dann in der Garde auch gefördert. Wir haben einen Kaplan, der verantwortlich ist für die Garde. Es gibt also täglich Messe für diejenigen, die wollen. Es gibt
Vorlesungen, es werden auch Exerzitien organisiert. Einmal im Jahr vor Ostern gibt es Exerzitien. So, dass man versucht auch den Gardisten eine Möglichkeit zu geben, dass er in seinem Glauben, in seiner Religion wachsen kann. Das erinnert mich an den derzeitigen Kommandanten. Er hat einmal den Rosenkranz hochgehalten und gesagt, das ist unsere stärkste Waffe. Es ist ganz sicher ganz wichtig, dass ein geistig-religiöses Fundament vorhanden ist, weil man, um den Papst beschützen zu können, braucht es nicht nur Waffen. Es braucht auch Gebet und es braucht auch die Überzeugung, dass das, was der Papst predigt, das der Papst erzählt, dass man auch hinter dem stehen kann und dass man auch das verteidigen kann. Und dafür muss man sich auch ein bisschen informieren, ein bisschen weiterbilden, um zu sehen, man kann ja mit der Kirche, man kann auch Probleme haben für bestimmte Sachen Kirche, aber dann sollte man sich überlegen, warum und wieso habe ich diese Probleme? Und dann hat man sicher auch die Möglichkeit, im Gespräch mit dem Kaplan, mit anderen Gardisten, sich weiterzubilden und seinen Horizont im Glauben und in der Religion zu erweitern, was sehr wichtig ist. Eine gute Möglichkeit auch im Glauben zu wachsen. In einem zunehmend säkularisierten Europa distanzieren sich die Menschen immer mehr vom Glauben. Wie schwer ist es, Gardisten-Nachwuchs zu finden? Es ist schwierig. Man findet sie, aber es ist nicht einfach. Man muss sie mehr suchen, weil in der Schweiz, das wäre auch in Deutschland, Österreich vermutlich das Ähnliche, Jugendliche, 20 Jahre alt, zu finden, die sich für Papst und Kirche einsetzen wollen, das ist nicht einfach. Die haben meistens keine große Ahnung von Papst und Kirche. Und 2 Jahre da sozusagen zu opfern für Papst und Kirche, das ist nicht eine einfache Sache, dass man diese Leute heute noch findet. Man findet sie, aber man muss ein bisschen mehr für Werbung und Rekrutierung muss man sich einsetzen, ja. Wenn Sie auf Ihre berufliche Laufbahn zurückblicken, hat es da Momente gegeben, wo Sie den Papst tatsächlich beschützten, ihn aus einer konkreten Gefahr retten mussten? Nein, zum Glück gab es, obwohl ich 30 Jahre lang, über 30 Jahre Dienst leiste, gab es nie solche schwierigen Momente eigentlich. Vor allem nicht, dass jemand aus bösem Willen etwas machen wollte, sondern es waren immer, wenn es schwierige Momente waren, waren es meistens übermotivierte Leute, die den Papst einfach berühren wollten, die Massen, die dann zum Papst wollten, aber die waren gut gewillt, also die wollten nicht böse, aber trotzdem kann es natürlich dann zu schwierigen Situationen kommen, wenn eine Masse von vielen Leuten in Bewegung kommt und da muss man immer schauen, dass das nicht passiert, dass man alle Vorkehrungen getroffen hat, dass so eine viele Leute nicht in Bewegung kommen, oder? Aber glücklicherweise hatte ich in meinen 30 Jahren sozusagen nie eine schwierige Situation. Nur immer schwierig, aber es war auch angenehm dabei, oder? Es waren Leute, die dem Papst gut gesinnt waren. Sie haben 3 Päpsten gedient. Ab 1985 Johannes Paul II., danach Benedikt XVI. Und zuletzt Papst Franziskus. Hat es da auch Unterschiede im Dienst gegeben? Jeder Papst war wieder anders. Mit dem Papst Johannes Paul war es natürlich vor allem ein sehr aktiver Papst. Dort gab es immer sehr viel zu tun, sehr viele Audienzen, sehr viele Messen. Das war also eine sehr aktive Zeit. Das wurde dann ein bisschen ruhiger, obwohl auch Papst Benedikt viel gemacht hat, aber es war ein bisschen ruhig gegenüber Johannes Paul II. Es war natürlich mehr der intellektuelle Papst. Aber sehr angenehm, war sehr eine schöne Zeit, auch die mir gefallen hat mit Papst Benedikt. Und dann mit Papst Franziskus gab es noch einmal ein komplett etwas anderes. Weil die Papst Johannes Paul II. Und auch Benedikt, die waren ja im Apostolischen Palast, die wohnten dort oben. Mit denen hatten wir ab und zu über einige Tage keinen Kontakt, weil die wohnten im obersten Stock und für die Arbeit gingen sie in die 2. Loggia. Das ging rauf und runter und wir sahen sie nicht. Mit Franziskus, da er seine Wohnung gewechselt hat und im Santa Marta wohnte, war komplett anders. Also den sahen wir jeden Tag 4-5 Mal. Es war auch sehr, man war viel näher am Papst mit ihm, man hat viel mehr Kontakt mit ihm als mit den anderen. Und das war natürlich auch eine sehr interessante und neue Zeit, so den Papst erleben zu können. Eine letzte Frage.
Wenn Sie auf Ihren 30-jährigen Dienst zurückblicken, wie würde Ihre Bilanz ausfallen? Welche Momente sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben? Es waren sicher die Momente, die schönen Momente, wo die Universalkirche zusammenkam, sei das Ostern, Weihnachten oder sonst großen Anlässen auf dem Petersplatz, das Heilige Jahr im Jahre 2000, diese vielen Momente des Heiligen Jahres, aber auch sonst, es gab so viele schöne Momente der Universalkirche in Rom, die zusammenkommt. Und dann natürlich auch die Erlebnisse auf den Papstreisen. Der Papst, der die Länder besucht, arme Länder zum Teil, aber auch zum Teil moderne Länder, die man vielleicht, die Reaktion der Leute, meinte man am Anfang, sie sei eventuell kalt gegenüber dem Papst, und das hat dann manchmal auch umgeschlagen. Aber ich erinnere mich vor allem Riesenmassen von Leuten, wo man mit dem Papst ankam, und die Begeisterung, die ausgelöst wurde. Und ich war immer überzeugt, das ist nicht nur allein wegen dem Papst, sondern da ist Jesus Christus dabei. Man geht mit jemand anders in diese Länder auch. Der Papst ist zwar stellvertretend, aber man bringt die Freude und die frohe Botschaft jemand anderen. Und das war sehr berührend und das war sehr eindrücklich, diese Erlebnisse mit dem Papst erleben zu dürfen und auch so die verschiedenen Kirchen in der ganzen Welt kennenlernen zu dürfen und die Schönheit der katholischen Kirche erleben zu dürfen. Hier in Rom, aber auch in der ganzen Welt draußen. Well, thank you so Vielen much. Dank, Kapitän Bachmann.